So. Und jetzt kommt die Frozen Fortress. Die machen wir auf jeden Fall noch. So. Hier würde ich jetzt allerdings mit Colin und Sascha wieder spielen. Weil das ein ziemlich Deployment. Eine ziemliche Deployment-Mission ist. Sascha ist sowieso nur zum Supporten dort. Das kann sie jetzt dank dem Rang 3 auch endlich. Colin, was geben wir dir denn? Was geben wir dir? Du hast schon Glück, du hast schon mehr Direct Attack. Und du hast weniger Geld. Das passt so. Hier allerdings... Wen lassen wir denn da spielen? Chess ist eine gute Wahl hier. Eventuell sogar mit Javier. Da wir hier auch eine Menge Comtower kriegen. Allerdings ist es sowieso mehr oder weniger egal, wie wir hier benutzen. Da die rote Armee sowieso nicht allzu viel machen muss. Mit Olaf könnte man ja auch spielen. Es schneit schließlich ab dem dritten Tag. Kriegt er seine passiven 20% mehr Feuerpower. Aber ich lasse jetzt erstmal Chess und Javier spielen. Javier kriegt den Glück-Skill. Das passt so. Und Chess, du darfst dir noch einen vierten aussuchen jetzt. Was geben wir dir denn? Den können wir hier eigentlich gebrauchen. Weil die Gegner gerade am Anfang, wenn die drei Comtower haben, ziemlich hart reinhauen können. Ich werde die sowieso mit Colin und Sascha überrennen können. Muss mich allerdings dabei ein klein wenig zurückhalten. Einfach weil ich ansonsten das Problem habe, dass ich dann nicht an die Lab Map komme. Machen wir die überhaupt? Es ist eine Überlegung, die überhaupt nicht zu machen, weil es ist sowieso nur die Black Bomb. Die brauche ich, wenn ich ehrlich bin, nicht. Ich glaube, ich lasse es einfach sein. Scheiß auf die Blackbox, braucht sowieso niemand. Ich glaube, es hatte noch keine einzige Situation, in der ich gesagt hätte, jetzt könnte ich eine Black Bomb brauchen. Sie ist sicher ein tolles Mittel, um gegnerische Reihen gut zu sprengen, aber... Der Aufwand ist es, glaube ich, nicht mal wert. Gehen wir einfach mal voll in die Offensive. Braucht man da überhaupt irgendwas? Nö, jetzt gerade nicht.
Oh, da schneit's auch schon. Damit sind wir diesen Bicopter schon mal los. Der Speer ist auch nicht mehr. Hier mal noch den Tank. Den muss man noch wegmachen. Noch nicht. Noch nicht. Ein kleines bisschen warten müssen wir noch. Ja, so kann man auch Glück haben. Überlegen, wie der Wall hinkommt, aber ich kann nicht mehr verhindern, dass er an die Einheit rankommt. Da muss ich wohl was anderes überlegen. Und ich habe noch gar nichts gekauft. Capture lasse ich ihn jetzt ruhig mal weiterlaufen. Soll er sich ruhig zu Tode capturen? So. Und das Ding gibt es jetzt noch schön. Ach, und warum nicht? Was soll der Geiz? Wenn wir die Kohle haben.
er weg. Dann halt jetzt. Drängen wir den noch schon mal ein bisschen weiter zurück. Mal schauen, wenn ich es mit Chess schaffe, die Laborkarte hier zu holen, bevor Colin und Sascha die beiden überrannt haben, dann überlege ich es mir vielleicht nochmal. Jetzt auf jeden Fall mal auf Xavier wechseln. Weil ab der nächsten Runde haben wir die ganzen Tower auf unserer Seite. Ich glaube, ich eher der Meinung bin, Colin überrennt die beiden. Die haben nämlich immer noch keine Basis. Und alles, worum ich mich kümmern muss, sind die Einheiten, die da stehen. Das sind, wenn ich mal so grob zusammenfassen darf, nicht viele. Jetzt haben wir einen Three Tower Xavier. Da geht doch gleich schon ein bisschen mehr. So, mal schauen. Colin hat zwar auch gerade eigentlich nur drei Einheiten da, allerdings stört ihn das, glaube ich, auch gerade nicht unbedingt so. Mal schauen, was sie jetzt mit der Tech-Bauer rausholen wollen. Allzu viel wird sie nicht sein. Ja, kriegt er noch einen Duckshot? Ja, zumindest 2 HP vom Kopf da, damit wir weghauen können. Falsche Armee. Hier müssen wir weitermachen. Oh, da sollst du hin. So, die
Barrikade steht. Nächste Runde fangen wir an, das Hauptquartier zu capturen und damit schaffe ich es auch nicht mehr rechtzeitig, die Laborkarte zu holen. Das Einzige, was ich vorher eventuell noch schaffe, ist es, ja, sie zu routen. Wenn wir das so machen. Dann besteht jetzt sogar eine sehr realistische Wahrscheinlichkeit darauf, dass wir diesen Panzer killen können. Aber soll wohl nicht sein. Das Routen geht schneller. Ich weiß jetzt auch nicht, warum ich das noch gemacht habe. Wahrscheinlich einfach nur, um noch mehr Geld zu haben und noch mehr die Rules screwen zu können. Der hat mir jetzt nicht mal mehr einen HP Schaden machen können. Aber gut. Xavier, du hast die Ehre. Beende es. Well, that was easy. Und Colin steigt in den 4. Rang auf. Hat er ja fein gemacht. Ach, und wo wir gerade mit Chess und Xavier gespielt haben, jetzt dürfen wir gegen sie spielen. Die Story macht so überhaupt keinen Sinn mehr. Wenn wir auf einmal Kurs benutzen können, gegen die wir eigentlich noch gar nicht da sind, oder die wir, oder teilweise auch Kurs benutzen, gegen die wir kämpfen. Das könnten wir ja auch machen. Ich höre jetzt allerdings erstmal wieder kurz auf. Ich mache eine kleine Aufnahmepause. Es ist jetzt schließlich schon 2 Uhr morgens und ich muss auch irgendwann schlafen. Wir sehen uns daher in der nächsten Aufnahme bei dieser Mission wieder. Bis dahin, macht's gut!